Ist das ein Bug oder ist das ein Spieler, der da liegt? Wo, wo, wo? Wo denn? Rechts auf der Wiese. Ah, da. Der haut irgendjemanden oder irgendwas. Aber da ist nichts. Da ist aber nichts. Vielleicht hat sich da einer ausgelockt. Das kann sein. Aber Vorsicht ist geboten. Ach, immer in der Nähe von Balota. Ich hasse diese Stadt. Die passiert doch eh nichts. Ey, bin ich eh wieder ich. Ja, ja, wer ist denn jetzt als öfters schon gestorben? Ja. Ich. Dann ist doch ein Zombie. Ist da irgendwas? Nee, da liegt nichts. Sollen wir mal gucken gehen? Sehen? Ja, genau. War das eine Eule oder? Nee, ein Zombie. Ein Zombie kommt hinter euch. Ich wollte ja gerade sagen. Ich schieß. Hat gerade so gegoogelt wie eine Eule. Ey, wer schießt hier? Ich hab gesagt, ich schieß. Wieso denn? Gell. Wieso denn? Aber selber wollte auch immer schießen. Ja, ich darf ja nie. Komm mal, doch einfach. Nein! Oder wenn ich in ausreichendem Abstand bin. Jetzt schon ausgelockt, garantiert. Sonst wird der nicht die ganze Zeit geschlagen. Da hinten steht noch einer. Ja. Ich behalte mal die Axt hier im Petto. In the Petto. Oh Gott, Alter. In the ghetto. In the ghetto. Das heißt, ja, jetzt hast du hier einen Ohrwurm. Vielen Dank. Finde ich schön. Schlimme ist, wenn man Ohrwurm von Liedern hat, deren Text man nicht kennt. Ja. Wie ich gerade. Ich hab die ganze Zeit, seit eben. Die ganze Zeit, seit eben. Ja, was. Ihr seid so klugscheißer, wisst ihr das? Ohne Witz. Wir sind hier in Octanocta, nur zur Info, ne? Octanocta, sehr schön. Übrigens habe ich jetzt den Ohrwurm. Kriegt ihr den auch, falls ihr das Lied kennt? Und zwar von Pitbull featuring Kesha, das komische Timber da, oder wie das heißt. Kenn ich nicht. Mal. Doch, kenn ich, aber. Das ist so ätzend, das Lied. Ich finde das mega nervig. Soll ich den mal einen Ohrwurm verpassen? Bailando, ja, bailando. Amigos, oh nein. Adios. Oh ja. Yeah. Oder Piep, ey, Piep, kleiner Satellit. Ja, eine alte Audiokassette, falls ihr noch wisst, was das ist. Ja gut, ihr wisst das. Eine was? Eine Audiokassette. Eine Audiokassette, ja. Wo man noch die Spurrahmen wechseln musste mit einem Bleistift, wenn die mal ein bisschen gehangen hat. Oder einfach die Seite drehen konnte und dann war da, ging das da weiter. Auf jeden Fall, ich habe ja in meinem hochmodernen Auto, kann ich ja dann nur Audiokassetten abspielen. Und da ich immer die zwei gleichen gehört habe, habe ich mal hier oben so ein bisschen durchwühlt nach alten. Und da habe ich einen richtigen Schatz gefunden mit so Klassikern, so Blümchen, Scooter, nur das Beste von damals. So richtig schön Oldschool vom Radio aufgenommen. How much is the fish? Und da hat sogar noch Bravo Hits 11 oder so, oder 8. Also ich muss ganz ehrlich irgendwo eine Drum rumfliegen oder so. Oder von ganz früher Smash, kennt ihr das noch? Oh, Smash, ja. Ey, stimmt. Die hatten Carsten früher immer gehabt. So der Top of the Pops. Boah, lecker. Oder die Future Trends. Die gibt es immer noch, ne? Echt? Ja, ja. Ich glaub, ja, Bravo Hits auch, ne? Immer noch, oder? Ja, Bravo Hits auch. Die ist jetzt bestimmt bei 7000 oder so. Und immer so das letzte Lied zum Beispiel so Rammstein ist. Echt? Ja, 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 auf der Bravo Hits 8, keine Ahnung, die ich da hab, das letzte Lied Rammstein, ich will oder keine Lust. Okay, krass. Weil das wahrscheinlich dann in dem Jahr rausgekommen ist. Ja, das ist, irgendwie, da ist immer so, nicht schießen, so Markus. Pop-Scheiße. Auf was mit schießen? Auf mich. Ach so. Ich seh nur, wie er da am Zielen ist und ja. Aber blinkt das eigentlich, wenn man zielt?
Also. Die Reflexion meinst du von dem Scope? Weiß ich nicht. Hinten steht ein Zombie. Zwei Zombies. Ich will trotzdem die Axt. Balotta, welch Unheil trieb sie dort hinein? Oh, drei Zombies, scheiße, Mann. Den einen da, der will doch jetzt. Der will wissen. Ah ja, der will. Hallo. Na, Kollege, alles klar. Kann man zwei auf einmal umbringen, der, gell? Doch, das nicht. Geht, glaube ich. Hab ich? Wenn die hintereinander stehen. Da müssen die aber genau hintereinander stehen, glaube ich. Versuch und direkt mal. Aneinander. Versuch mal. Ich hol mal besser die Waffe raus, bevor hier gleich einer um die Ecke gestiefelt kommt. Achte mal, ich leg mich mal schön hin. Lol, da hinten rechts steht noch ein Zombie hinten am Boden. Und heute bei den Winterspielen ohne Schnee in Balotta. Markus für die, und Markus, drei, die beiden für den Doppelschuss. Ah, für Gold. So, jetzt aber. Schön in den Poppes. Wurde der Gold bekommen? Doch der nicht. Nein. Nein, er hat nur alle anderen auf sich gelockt. Das gibt zwei Strafrunden. Da hinten kommt ein Zombie auf dich. Ja, ja. Zwei. Hast du den? Hä? Ja, den hab ich. Läuft! Rechts! Hier noch zwei. Also, jetzt weiß garantiert jemand, dass wir da sind. Ja. Und der soll jetzt gefälligst Angst haben. Warte, Ankündigung for the win. Wartet mal bitte, ich muss gerade meine Musik gleich nochmal nachladen. Macht er besser direkt. Sollen wir uns erstmal in ein Haus verkriechen oder willst du das hier auf offener Straße machen? Ja, eigentlich nicht. Genau, erstmal in ein Haus rein. Am besten alle zu dritt hier durch die Tür. Weil die Tür ja so riesig ist. Hier dürfte eigentlich jetzt gerade keiner sein. Hier ist noch was zu essen. Oh, ja genau, ich esse und trinke was. Ich habe nämlich wieder hier kein Energized und kein Hydrated. Ich muss ja fit sein für den Krieg. Oh, und schon wieder Energized. Sehr schön. Hat ja auch gerade einer von euch nachgeladen. Ich ja. Ja, ich könnte auch mal noch mal was essen. Mein Rasputin. Rasputin. Also es geht schon mal nicht mit dem 2 auf einmal. Ich glaube, das geht schon. Erstens war ich nicht bei Jake, zweitens habe ich... Vielleicht müssen die näher hintereinander ja. Stehen. Also. Ja, könnte genau. Auch sein. Weil der eine Typ, der hat uns ja auch beide getroffen, mich und André. Aber mit also zwei mich getroffen. Nee, mit einem. Oh, nee. Natürlich das waren mit mehrere einem. Schüsse. Ich habe nur einen mitgekriegt. Nee, ich habe auch nur einen mehrere. Gehört. Der hat mich gestriffen und dann hast du. Und dann wurdest du grau und dann kam der zweite Schuss auf mich und dann habe ich geschrien, ich wurde getroffen. Ah, okay. Den zweiten habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du mal. Warst du so im Rausch? Ja, wirklich, ey, ich war. Aber der war auf jeden Fall rechts. Als ich mir das Let's Play nochmal angehört habe und angeguckt habe, habe ich die ganze Zeit die Schüsse auf dem rechten Ohr gehabt. Auch als du dann immer so aufs Gefängnis drauf geblickt hast, kamen die Schüsse immer von rechts. Der hätte mich doch von rechts ziehen müssen. Du standst ja die ganze Zeit in der Tanne, wie hätte er dich denn sehen müssen? Du standst auch nicht auf der Höhe von dem Eingang, also du standst... Ja, ja, da war ja auch kein Baum nee, ich mein, oder so. Wir waren stell ja mich schon mitten nein. Hin. In dem kleinen, in der kleinen Kaserne, wo wir waren, als wir da so lange gewartet haben, bis da jemand reinkommt. Können wir weiter? Ja. Ich glaube, links davon irgendwo war der. Ich hasse diese Gegend hier. Ich hasse sie einfach. Es ist Zeit zu sterben. Da hinten ist ein Zombie. Der wandert. Hier kommt die Sonne.
So. Wir laufen hier ganz schön offen, ne? Ich laufe hier an der Mauer entlang, damit ich hier keiner natzen kann. Hinten kommt ein Zombie. Oh, Ryan, Alter! Herzinfarkt, ohne Scheiß. Wieso? Ich hab doch gesagt, da ist ein Zombie, der da so gelaufen ist. Hast du nicht mitbekommen? Ich will, ehrlich gesagt, will ich nicht hier durch die Base laufen. Ich laufe nicht durch die Base. Nicht? Ich laufe an der Base entlang. Ja gut, ach danke. So. So sehen wir wenigstens, wenn einer um mir auf Feed läuft. Wer hält, André, du hältst Sicht auf die Straße. Auf die Straße? Okay. Ja, weil wir jetzt hier vorbeilaufen. Und ich gucke auf die Airfield. Ja, ich auch. So langsam. Handy aus. Voll unprofessionell. Oh, hier ist ja. Boah, hier ist ja eine richtige Base, Alter. So, bloß die kennst du nicht, die hier. Nö, die kenn ich auch nicht. Das hier war die, wo Markus und ich den einen Typ mit der Maske gekillt haben. Ja. Unser Herzinfarkt-Moment Number One. Ultra krass. In dem Spiel hier. Da hat mir keinen Bock mehr gehabt zu looten. Weil wir so Schiss hatten, dann sind wir einfach weitergelaufen. Da habe ich mich hier entquippt, als hier noch Sachen gespawnt sind. Ja. Boah, warum können wir hier das Vehikel nicht einfach mitholen? Das Vehikel? Boah, es regnet schon wieder, na super. Mir nicht. So ein bisschen Angst hier. Gerade jetzt vor allem, wenn so ein bisschen offen. Wo laufe ich denn hier lang? Oh. Seid ihr noch jetzt da? Ich bin jetzt links von der Mauer. Oh lol. Warte. Ich habe nämlich die ganze Zeit nur nach rechts geguckt. Ich bin dann irgendwie. Wo ist Markus? Links von der Mauer. Du traust dich aber weiter, ey. War doch irgendwo ein Zombie. Da habe ich mich verguckt. Ah, davon läuft Markus. Laufen wir weiter oder? Ja, ja, wir laufen weiter. Die Straße, wir folgen eigentlich der Straße. Ja, gut, ja, seid bei mir stehen. Achso, lauf einfach weiter der Straße entlang. Ja. Komisch, komisch. Ah, da seid ihr ja. Ganz da vorne. Und ich treffe mich gleich jemand. Wir sind hier eigentlich noch drauf, ey. Kommt mir vor, als wären wir alleine auf dem Server. Ja, vielleicht sind das alles Leute, die gerade erst gespawnt sind oder so. Oder alle schon verteilt sind an Nordwest Airfield und das könnte auch sein, ja. Habt ihr den Schuss gehört? Nein. Ich glaube, da hat Markus, glaube ich, irgendwas hingestellt da bei sich, oder? Zu Hause. Was hier? Ah, ja, das ist mein Handy gewesen. Achso. Oh, mein Bauch krummelt, ich hab heute noch nichts gegessen. Real life? Ja. Ah, okay. Ich hatte noch gar keinen Hunger den ganzen Tag und jetzt auf einmal, wie es ja sich gehört in der Aufnahme. Das ist nicht gut. Das, weil ich noch krank bin, deswegen. Ich habe ganze Wochenende auch fast gar nichts gegessen. Trinken ist auch wichtiger. Ja. Ich kann das vertragen, wenn ich mal nichts esse.
Ach Mann, ich will mal Gegner haben. Oder freundliche von mir aus. Ja, freundliche wäre auch mal wieder schön. Aber oder? Wenn wir jetzt hier irgendwo uns ausloggen und dann in der nächsten Session die wieder spawnen auf einem anderen Server, da haben wir eine gute Chance, dass da das ein bisschen was passiert. Ich mir auch. Das könnte gut sein, ja. Dann sagen wir einfach, Thomas soll auch hier runterlaufen. Ja. Und dann treffen wir uns mit ihm dann. Und dann überlegen wir uns mal was Feines, was wir mit den Bambis machen. Oder mit den richtigen Spielern. Oder was die mit uns machen. Ah, was? Der Markus wechselt immer noch zu Revolver die ganze Zeit. Echt? Ja, ja. Ja, ist bei mir voll in der Hocke. Klitschen. Ja, bei mir auch. Seltsam. Seltsam. Ich würde sagen, wir loggen uns hier voll aus, oder? Mhm. Da bei dem Sumpf da. Genau. In dem Swamp. Swamp Fever. Swamp Fever. Ja, dann sind wir Swamp Brothers. Müssen wir aber eigentlich auch mal wieder aufnehmen, oder? Oder haben wir da schon alles durch? Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Folgen. Aber ich meine jetzt kann ich gleich sagen, haben so, wir ich bleib jetzt, ich bleib jetzt hier stehen. Ich lock mich aus. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play DayZ Standalone. Bis dann. Tschüss.